Ja, hallo meine lieben YouTuber, willkommen wieder zurück auf meinen Kanal. Mein Akku ist immer noch nicht ganz geladen. Wie gesagt, das ist nicht die beste Qualität. Ich habe das jetzt wirklich noch so gelassen, wie ich vorhin aufgehört habe. Und hier kann man das nochmal so ein bisschen perfekt sehen. Da seht ihr noch so den kleinen schwarzen Punkt. Und davon waren ganz, ganz viele hier. Das kann man da auch noch so ein bisschen sehen. Hier. Und darum geht es halt, dass man das halt ein bisschen wegbekommt. Ja. Ich packe jetzt wieder mal das Handy oder die Handykamera ins Stativ rein. So, und stelle es mal wieder hier schon hin. Wie gesagt, das ist hier so, ne? Maibaum, zwei Frühstücksbrettchen und halt das Stativ. Funktioniert eigentlich ganz prima. So. Ja. Wollen wir jetzt mal gucken. Nach längerem Warten oder nach längerer Wartezeit. Machen wir jetzt noch mal ein bisschen Flüssigkeit drauf, um das Ganze ein bisschen lösen, wo wir, damit wir da nicht mit so allzu viel Gewalt rangehen müssen. Wir versuchen jetzt mal unser Glück. Kann sich doch schon mal sehen lassen. Das gefällt mir. Das kann sich sehen lassen. Das gefällt mir. Man kann auch Pech haben. Glück haben. Wenn da jetzt ein bisschen was aufs Zeitungspapier tröppeln tut, das ist nicht so schlimm. Ach, besser wird es wohl nicht. Aber es glänzt, es ist ein bisschen besser als vorher. Ich kriege es auch tatsächlich nicht mehr besser hin. Also es könnte noch eigentlich heller werden, wenn man es möchte. Aber in dem Fall bleibt halt ein bisschen die Patina erhalten. Aber ich habe euch ja gesagt, wir wollen es ja versuchen, das ein bisschen aufzuarbeiten. Mal gucken, dass wir ein bisschen was wegkriegen. Und wir haben ja jetzt schon bald mehr wegbekommen, aber vieles will tatsächlich da nicht mehr weggehen. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung.
Bringt ja auch nichts, permanent viel zu nehmen, sondern wirklich immer nur so ein bisschen. Aber manchmal muss man sich tatsächlich dann auch mal eingestehen, dass es einfach so ist, wie es ist und dass man schon wirklich das Beste rausgeholt hat, was so möglich war. Okay. Da kommt nichts mehr. Gut, dann ist die Seite jetzt fertig. Abgeklebt habe. Ich habe jetzt leider für den Deckel nichts mehr zum Abkleben. Ist jetzt doof. Aber es macht auch nichts. Wir schauen mal. Das Einzige, was man noch machen könnte, ist noch mal mit Spiritus ein bisschen dran gehen, vorsichtig, um noch ein bisschen was vielleicht noch wegzubekommen. Klappt manchmal, klappt aber auch nicht immer. Die Aufkleber von selbst schon ab. Der ist ein bisschen erstaunlicherweise besser geworden. Das können wir jetzt hier auch wegmachen. Wieder ein bisschen nachgeholfen. Das kann sich doch sehen lassen. Man kann sich richtig schon drinnen spiegeln. Man kann sich richtig, richtig drinnen spiegeln. So schön sauber ist das geworden. Tatsächlich. So, jetzt versuchen wir das mal mit dem Glasreiniger Frosch Spiritus. Da mache ich jetzt einfach ein bisschen was auf meinen Lappen drauf, um einfach mal zu gucken, ob wir noch ein bisschen was versuchen können. Dann noch so ein kleines
kleinen Film runter. Von dem Scheiß hier. Aber mehr auch nicht. Also. Ja. Trockene Seite hier suchen. Wie gesagt, besser wird's tatsächlich nicht mehr. Aber das Ergebnis, im Gegensatz zu vorher, auch wenn das jetzt durch diese Lichtperspektive beim Film alles makellos aussieht, nein, das ist grau, das ist rot, das ist staubig, das ist nicht ausgeglichen, aber Dunkelheit. Da müsste man wirklich nochmal eine Schicht drüber machen. Aber da wird, das wird nicht mehr besser. Also, das bleibt, glaube ich, so. Ich mache jetzt noch eine letzte Schicht drauf. Na komm schon. So. Puh. Bei dem anderen machen wir auch noch eine letzte Schicht drauf. Nochmal. Kleinen Druck was rauszuholen, ob das jetzt klappt oder nicht klappt, das lassen wir jetzt mal im Raum dahingestellt. Man druckt ja eigentlich so lange, da merkt man, dass es auch mal ein bisschen schwarz, grün, blau ist und dann, aber ach, ich krieg's nicht mehr heller, also es wird nicht mehr heller. Wirklich das Maximum erreicht. Ey, ich krieg's nicht mehr heller. Ich krieg's echt nicht mehr heller. Also wir müssen uns, oder was heißt wir, ich muss mich jetzt dem Ergebnis zufrieden geben. Wobei mir die Seite ein bisschen besser gefällt als die andere Seite. Aber es wird nicht besser, aber es sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Im Gegenteil, jetzt haben wir wieder kleine Pflege drauf zusätzlich und ja, jetzt will ich mal gucken, ob wir das Tonband, genau, das kriegen wir so raus. Beiden Tonbänder hier schon mal so abnehmen, hier ablegen, weil für die mich, ich habe nämlich eine richtig schöne Politur, die ist für Metall, für Kunststoff, die ist einfach für alles gedacht. Dazu nehmen wir uns auch dann noch mal einen sauberen Lappen. Beziehungsweise so ein Mikrofasertuch nennt sich das ja. Ob ich die Politur jetzt hier habe, das weiß ich jetzt nicht. Doch, haben wir. Gibt es im Jeden, also war wohl früher mal was Hochwertiges, sage ich jetzt mal so, von irgendeiner Werbung im Fernsehen und mittlerweile gibt es die für 2,99 € bei Thomas Philips. Ja. Stehen lange im Regal, deswegen kräftig schütteln.
Tücher, mit denen ich die ganze Zeit arbeite. Und können wir nämlich jetzt vorsichtig hier so eine kleine Schicht mal drauf machen. Halt, was vergessen. Ich wollte mir ja jetzt nicht unnötig Kratzer hier reinmachen lassen. Gerät. Klebereste, die sind leider Gottes, naja, so. Schön. Für alle Lackarten, alles, also auch Kunststoff. Ja, man sieht richtig, da kommt Dreck runter. Auch ein bisschen Zitrone mit drin. Riecht zumindest so. Riecht auf jeden Fall angenehmer als wie das, was ich eben gerade hatte. Aber man merkt, bei den kreisenden Bewegungen, ordentlich sich was löst. Immer, wenn ich hier etwas umschmeiße, denke ich immer, aber der Becher liegt hier oben drauf. Da ist so eine schöne schwarze Stelle. Da hat man halt einen richtig schönen langen Schutz und muss dann halt nur noch abstauben, weil das macht man ja nicht andauernd, sondern ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange wieder die Kamera und der Akku hält, aber ich werde euch an meinen Videos so lange teilhaben lassen, bis ich hiermit fertig bin. Und das passt dann schon.
weil wir ja hier Kunststoff haben, nicht mit viel Gewalt arbeiten, weil das kann auch mal brechen. Und darf auch sogar brechen. Die Politur ist nicht schlecht. Macht auch ein bisschen Dreck, ein bisschen Kratzer weg. Also, kann sich schon sehen lassen. Natürlich könnte man jetzt auch so einen Kunststoffreiniger nehmen, das geht auch. Oder jemand hat da noch eine Lösung, anderes Haushaltsmittel. Es ist ja heute so vieles möglich. Ich muss aber, oder ich versuche so gering wie es geht, die Kosten gering zu halten. Ich meine, ich verkaufe das jetzt nicht, ich bin ja kein Händler oder sowas, aber dieser Druckknopf, alles ist hier gängig. Und rechnet mal aus, 1960, und jetzt haben wir 2023. Ja, also 40 Jahre sind 2000 und Jahre alt ist das Ding. Das ist wirklich von den Tonbandgeräten das älteste, was ich habe. Also was ich quasi hier in meinem Museum besitze. Mal, dass es fällt. Also jetzt momentan haben die Dinger ja leider Gottes nur ein Idealwert. Aber wenn das später mal was wert haben sollte, dann hoffe ich doch mal, dass meine Kinder dann, wenn ich irgendwann nicht mehr kann und meine Zeit gekommen ist, dass die dafür mal ein bisschen Geld kriegen können, um sich etwas im Leben zu leisten, zu kaufen, wie auch immer. Hier ist das magische Auge. Für Glas kann man Politur nehmen. Das geht auch. Also es ist nicht nur gedacht für so ein bisschen kleine Firlefanz oder sowas, sondern man kann das ganze Gerät damit polieren. Und sogar selbst diese Messingteile, die ich jetzt da schon so ein bisschen aufgearbeitet habe, werde ich damit auch noch mal polieren. Auch wenn man das eigentlich hier zu Hause gar nicht braucht, aber ich habe es halt gern, wenn meine Sachen sauber sind. Ich habe ja den Leuten versprochen, dass ich das, dass es bei mir in guten Händen kommt, in gute Hände kommt, weil ich das ja gesagt habe, weil ich mich darum kümmern tue, das wieder mal so im alten neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Und das machen wir ja jetzt auch. Man könnte fast sagen, es ist wie restaurieren, nur schöner. Weil man versucht ja, es ordentlich zu erhalten. Da komme ich jetzt leider so ohne Strom nicht zwischen.
hier so ganz, ganz vorsichtig. Können wir in die Zwischenräume so ein bisschen gehen. Auch die Zwischenräume sind sehr, sehr wichtig, dass die sauber sind. Ja, das Ergebnis. Das kann sich doch schon wirklich tatsächlich sehen lassen hier. Man kann dann natürlich nicht überall kreisende Bewegungen machen, wäre ja auch ein bisschen blöd, aber man kommt auf jeden Fall in die ganzen Zwischenräume hier tatsächlich rein. Und manche Sachen kann man ja Gott sei Dank so ein bisschen reinkommen. Nur ein bisschen. Oh, hier geht's. Hier geht's. Das ist gut. Hier kommen wir tatsächlich so rein. Aber das andere, das ist halt, funktioniert halt mit Strom. Aber die sind, sonst eigentlich kennt man das immer, dass die sehr, sehr dreckig sind. Die hier nicht. Die sind wirklich erstaunlich sehr, sehr sauber. Also, nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Hier das doppelseitige Klebeband hält. Schließt auch bündig ab, ab und zu, behaupte ich jetzt mal, so löst sich das auch mal. Hier geht es nur so ein bisschen dezent. Aber es funktioniert. Aha. Wahrscheinlich können wir die so putzen. Aber jetzt so dazwischen wenigstens. Wenn ich dann nachher wieder das Gerät am Strom anklemme, dann wird das auch wieder funktionieren.